Jetzt fühle ich mich gerade extrem alt. Und ihr müsst abwechslungsweise etwas aus dieser Kategorie sagen. Und dann schauen wir, wer mehr weiss. Okay. Und es geht auf 3 Punkte. Der zuerst 3-mal gewonnen hat, ist der Gesamtsieger. Sehr gut. Erste Kategorie. Spieler in der Geschichte von IB, die die Nummer 10 trägt, haben. Oh. Ich kenne nur 2. Du darfst einfach kommen, Doni. Also. Soleimani. Mumi Ngamalö. Jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Ja, ich weiß nicht. Andere, ich kenne wirklich keine anderen. Komm, ich gebe dir einen Tipp. Komm. Du bist der Bruder vom jetzigen Nationalmannschaftstrainer von der Schweiz. Ah ja, Kind. Aber der Bruder, Bruder ist Hakan. Stark. Also, ja. Er war vor dem Suki. Vor dem Suki. Moreno Costanzo. Wow. Sehr gut. Das war nicht vor dem Suki direkt, aber hat es 10 Jahre gedreht, ja. Ganz jetzt wird es schwierig. Donat. Nein, ich habe keine mehr. Vor dem Suki war der Jolik Kave. Ah, ja. Der Gilles Appi war noch einer. Oder ein bisschen älter, der Robert Kritz, Legende. Ja. Also, 1-0 für den Loris. Verdient. Zweite Kategorie. Teams, die letzte Saison in der Conference League gespielt haben. Jetzt schon ein Feeling. Fangst du an oder ich? Nein, fangst du jetzt. Also. AS Rom. Feyenoord. Bodo Glimt. Wow. Das ist schwierig. Semifinal. Eben, ist schwierig, auch mit der Europa League. Weißt du, ja, ist auch ja. Schwer. Wer war im Finale? Feyenoord gegen Roma. Aha. Im Halbfinale war noch eine englische Mannschaft und eine französische Mannschaft. Ah, Marseille. Ist Leicester im Halbfinale? Hat Basel gegen Marseille verloren? Dann war FCB, Basel. Jetzt ist er wieder schwer. Ja, ich bin fast gezwungen, irgendetwas zu sagen. Es gibt so viele Mannschaften. Slovan Bratislava. Gruppe F, Slovan, Vekan, ganz stark, ganz stark. Come on! Jetzt, ich bin am überlegen, wer ist so 65 in der Liga und Bundesliga und so. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist auch noch einer. Glaube, Deutschland, es gibt noch einen, oder? Deutschland hat schon noch einen, ja. Oder von der Premier League, es gibt noch. Das ist eine schwierige Frage. Englische Mannschaft, es gibt 100%. War es dann Tottenham? Ich sage FK Tirana. Tirana. Ich bin wieder ganz suchen. Ich denke nicht. Ich glaube, der Doni weiß es schon. Ich denke nicht. Also, ich bin nicht sicher, aber ich denke nicht. Wegen letztes Jahr ist keine Mannschaft. Nein, Tirana sehe ich nicht. Schade. Nein. Es waren noch Eindhoven, Benevacci, Istanbul, ja. Mitschülern, Slavia Prag. So schwierig, ja, wenn du es nicht verfolgt hast, ja, so eigentlich. Eben. Ist alles einfach ein Rötchen. Aber der Punkt für den Donat. 1-2. Yes. Also, nächste Kategorie. Fußballvereine, wo der Raphael Vicky, der euer Trainer selber gestellt hat als Fußballer. Also nicht Trainerstationen, sondern Stationen als Spieler. Wow. Habe ich vielleicht nur einen vielleicht? Oder bin ich nicht sicher? Also das vorstuhl, kannst du ihn gerade sagen. Ich sage Hamburg. Dann sage ich den FC Sion. Hat immer einen grossen Verein in Spanien gespielt. Einen grossen Verein in Spanien gespielt? Top 5 von der letzten Liga? Ja. Von letzter Saison, ja. Wirklich? Ja. Okay, dann. Dann ist Sevilla noch. Oder? Oder Betis Sevilla. Oder nein. Was? Nein. Atletico Madrid war es. Oh, wirklich? Ja, ich war dann noch, glaube ich, in der zweithöchsten Liga.
Wann war das? Das war 2001 bis 2002, ja. Okay. Ja, ich warte 2 Jahre. Kann man das sagen? 2 Jahre. Wow. Ja, das ist nicht einfach. Jetzt fühle ich mich gerade extrem alt. Wow. Werder Bremen war auch noch gewesen, oder dann noch Chivas in den USA. Nächste Kategorie: Fußball-Weltmeister. Okay. Frankreich? Brasilien. Deutschland? Italien. Spanien? Sich noch so genau. Argentina. Wow, okay, jetzt genau. Dafür gibt es nicht. Es gibt noch einen von Europa und einen von Südamerika. Einen von Europa und einen von Südamerika. Also von England und Uruguay. Uruguay, das ist alle Weltmeister in diesem Fall. Haben wir alle hergebracht. Ja, da gibt es schon entschieden. Weißt du? Uruguay, ich bin zum Schluss behalten. Ich habe es bis zum Schluss behalten. Wirklich? Ja, Uruguay habe ich das nicht gehabt. Sag einfach Uruguay nicht. Zum Glück, du hast angefangen. Ja, ich habe angefangen, zum Glück. Ja, genau, Uruguay habe ich nicht gehabt. Ja, dann wäre es schwierig. Kategorie mal nicht aus dem Fußball. Sehr gut. Und zwar Superhelden von Marvel. Oh. Und wenn ich einen auf Französisch, aber nicht auf Deutsch, ist der gleiche Name, oder? Ja, das ist der gleiche Name, oder? Also, ich denke genau schon. Gleich, ja. Also, okay. Fang an, Luis. Also, Marvel. das Problem ist eben, dass mit DC. Ja, das sind ja zwei. Das ist nicht das gleiche. Also, komm, Marvel, ich fange an mit Thor. Spider-Man? Ist Marvel auch? Captain America. Ich wollte das sagen. Jawohl. Aus der Rolle. Wie heißt die, wo geht. Blitz oder wie heißt der auf Deutsch? Die, wo schnell geht. Oder? Aber weiß er auf Deutsch, Mann? Der Blitz? Eben. Wie heißt der auf Französisch? Sein Leclerc, mein. Yeah. Einer, der brutal schnell läuft. Vielleicht meint er den Mesh Aguilera. Weiß noch was nicht. Vielleicht habe ich noch einen. Also, ich habe noch etwa 3-4 auf Lager, das ist ein Problem. Ja, wirklich? Ja. Ja, dann habe ich 100% verloren. Dann. Wonder Woman war noch, gewesen, Iron Man war, gewesen, Hulk war. Gewesen. Ja, ja, sehr gut. Habe ich keine gehabt. Nein, wirklich. Eben, ich glaube, das war eine schwierige Kategorie. Eben, ich habe Marvel, ich habe nie geschaut, so Marvel so Sachen. Ja, aber mit dem Punkt, Lori. Ja, 100%. Also, hat er diesen Punkt verdient, 100%.